Hallo und willkommen zurück zu Operantia. Und locked. Ja. And we don't have the right key. Ich hatte mich mal schlau gemacht. Ich habe nicht nach einem Geheimnis geguckt, aber ich habe nach nach Achievements geguckt, weil da hatte auch noch eins gefehlt, was auf das Gleiche hindeuten konnte. Und das habe ich jetzt auch ausprobiert, aber verplant, hier was richtig aufzunehmen. Deshalb, werden wir jetzt erst noch mal kurz dahin zum Ahnenflügel. Und da gab es noch einen Erfolg, wenn wir da diese ganzen Platten umdrehen. Die müssen alle auf Totenschädel stehen. This is a good idea to open a chest spawned from the images of four skulls. Is that a rhetorical question? Because you know I think it is. Und da haben wir jetzt auch das letzte Rezept im Spiel noch gefunden. Und Krieg. Also die Rüstung kann keiner brauchen und Krieg kann leider auch keiner brauchen. Das ist das Gegenteil von Pestilenz. Aber dadurch, dass niemand mehr Giftschaden was macht und hier 25% Giftschadensbonus ist, das erhöht zwar insgesamt den Wert, wenn ich die beide hier auf den Hauptcharakter setzen würde, aber dadurch, dass da wahrscheinlich dieser Giftschadensbonus mit reinspielt, ist das ein bisschen biased. So, dann werden wir mal zurück. Und hier jetzt noch. My looks have changed. My back's powers have not. Wir werden hier das hier noch jetzt mal machen. Das ist erschreckt deine Feinde für 5 Runden. Die Erfolgschance ist 90%. Das werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr benötigen. Du benötigst eine giftige antibiotische heilende Pflanze. Macht nicht die Wurzel antibiotisch, das Blüten verteilend oder das Getreide giftig. Gib zuerst eine Uferpflanze. In die Mischung. Eine vom Feld kommt zuletzt. Der zweite Bestandteil ist Wald. Sollte ein Waldblütenblatt sein. Direkt nach der giftigen Pflanze. Du brauchst eine giftige, eine antibiotische heilende. Mach nicht die Wurzel antibiotisch. Oder das Blütenblatt heilend. Das heißt, heilend muss das letzte sein. Mach nicht die Wurzel antibiotisch oder das Blütenblatt heilend oder das Getreide giftig. Das Getreide darf also nicht hier hin, also muss es dahin. Die Wurzel muss entsprechend dahin und Antibiotik dahin. Und fertig. Und dann reisen wir auch wieder zurück. Zweiter Stock. Und dann werde ich hier nochmal gerade speichern. Jawohl. So hell hier. Da ist eine Tür. Okay, die untere Ebene haben wir jetzt hier fertig erkundet. Dann gehen wir mal die Treppe hoch. Da oben läuft ein Typ hier rum. Kommt er zu mir oder dreht er sich jetzt um? Ich sollte außerdem die heilen. Dreh dich um! Da ist hier dieses Pumpending. Kann sein, dass wir den wieder deaktiviert hatten. Okay, der Dritte hat sich woanders hin bewegt. Intruders! The legendary hospitality of the underworld is. Let's see if they bleed the same down here. Okay.
Ja. Ah, ausgewichen. Mana abgesaugt. Zwei Gegenangriffe kassiert. Pust. Pust. Aha. Ja, das war harmlos. Das nicht. Da habe ich mir einen eigenen gerade gekillt anscheinend. Mhm. Interessant. Machen wir den. Okay. So. Der wird jetzt wahrscheinlich wieder umfallen. Ja. Ist nicht nett. Oh, und die ist auch weg. Ja, das ist nicht so schön. Ja, die waren ein bisschen stärker als gedacht. Dann muss ich nochmal laden. Glaspalast. Das war aber auch wieder die Succubus, weil die halt fies hier den Charakter verzaubert hat, was dann zum Kill der eigenen Gruppe geführt hat. So. Intruders. The legendary hospitality of the underworld is. Let's see if they bleed the same down here. Dann machen wir das ein bisschen anders. Nein, ausgewichen. Verzaubert. Okay. Holen wir uns den dazu. Ja, es ist halt schon fies, wenn ich mir meine eigenen Leute wegtöte. Na.
Leider wieder nicht gekillt. Der ist tot. Heilung! Wir müssen den angreifen. Okay. Und ja, das mache ich nochmal. Also, ich meine, da muss ich im Grunde nur die Tante halt sehr schnell gekillt bekommen. Also, ich hätte das natürlich jetzt auch so noch wahrscheinlich schaffen können. Und ich hätte auch diese Spezialfähigkeit noch verwenden können. Aber wer weiß, vielleicht kommt da noch ein richtig schwerer Kampf. Und ich meine, bisher, ich weiß nicht, ob ich dem Forum so glauben soll, nach dem, was davor, da haben sich ja ein paar beschwert wegen ein paar Sachen, da habe ich jetzt ja auch nicht viel von festgestellt. The legendary hospitality of the underworld is. Let's see if they bleed the same down here. Aber der Endkampf soll wohl auch nicht ohne sein. Blitzschaden und betäubt einen Gegner für 4 Runden. So, vielleicht können wir das mal auf den machen. Ja, das hat schon mal nicht funktioniert. Das war mal überhaupt nichts. Mhm. Die hat's mit dem Ausweichen schon drauf. Jetzt wird die einen übernehmen. Oder zumindest versuchen. Ich glaube, die hat jetzt niemanden übernommen. Na, ja, daher fehlt das gescheite Feedback. Ja. So gezielt auf den hinten kann ich nicht mehr. Mhm. Ja. Yeah. Wunderbar, dann heilen wir alle. Und dann holen wir uns den hier nochmal. Ja, die ist halt ganz ordentlich mit dem Ausweichen dabei. Das mach mal an. Ich könnte die auch. Ja, wenn man nicht trifft, dann trifft man nicht. Ja, nützt halt dann alles nix. Bisschen Mana abgesorgt, aber die hat sowieso so viel.
Also. So, und dann können wir hier noch Mana regenerieren. Bevor die sich hier quasi selbst exekutieren. It is done. So. A light spring here. Light springs sprang from fallen shards of a broken mask worn by the Sun King ages ago. How did one land in the underworld? Simple. It was stolen by Fate long ago. He saw it as his first step to dominating the middle world. So, it's a souvenir? One might call it that, yes. Vielleicht sollte ich jetzt erstmal zurücklaufen, um nochmal zu speichern. Daneben. Speichern. Ja. So. Hier ist nix. Ist auch kein Geheimgang. Nein. Es scheint in die andere Richtung zu gehen. Wenn hier kann ich ja auch noch mal runter. Ne. Und ein bisschen schaufeln können wir ja auch noch mal. Ich glaube, aber da war nichts, ja. Habe ich ja zuvor schon mal erwähnt. Sehr schöne, passende Musik. Human remains? How? He must have found one of the many smaller gates throughout the land. Most likely, a succubus lured him here, had her fun with him, and left him in a daze to die. The gold nearby indicates a modicum of respect for him, at least. You'll pardon me if I place that modicum into my bag, then. Zeigt mir Fallen an, oder zeigt mir an, wo ich hin muss? An illusionary floor? That's just evil. The question is, what can we do to see through such deception? Okay. Ja, das weiß ich jetzt. Ich wusste nicht, ob ich da drauf steigen soll oder ob ich das vermeiden soll. Na gut, dann müssen wir die Geister wieder erstmal kaputt bekommen. Sofort getötet. Ja, der Angriff ist schon heftig, wenn er voll rein zwickt. Okay.
Autsch. Boah, machen wir mal den. Die kann sich selbst heilen. Den noch an. Die machen aber auch ordentlich Aua. Zu regenerieren. Jetzt ist er eh weg. Good job, everyone. Da bin ich runtergefallen, genau. Und hier ist aber jetzt nichts. Bevor wir da weitermachen, gab es hier nicht jetzt noch irgendeinen anderen Gang? Ne. Okay, dann müssen wir da lang. Reflektiert da bloß drin. Das sieht halt so aus, als eine Illusionswand wäre. Okay, da, die kann man wegschieben, die Säulen. Wahrscheinlich muss man sich da oben dann einen Weg zusammenbauen. Aber da laufe ich erstmal hoch. Hat er mich gesehen? Ne, hat er nicht. Okay, wunderbar. Wir haben ein Gespenst. Sauber. Die Succubi sind aber natürlich auch nicht harmlos. Mal abgesehen davon, dass das Mana-Einsorgen an sich schon doof ist. Ah!
Ah, die ist verrückt und der ist verrückt. Huiuiui. Okay, haben beide nichts Bösartiges getan. Mhm. Die sollte sich am besten selber heilen. Lebt noch. Lebt erstaunlicherweise auch noch. Ja. Mhm. Ja, ob das jetzt noch reicht? Sauber. Sowieso nicht mehr viel Mana übrig. Die muss auf jeden Fall weg. Ich treffe nicht. Die kann sich nicht heilen. Ausgewichen. Ah, Heilung. So, dann können wir jetzt regen. Ja. Und den jetzt ein bisschen hinhalten. Einmal heilen. Naja, okay, das mit dem Hinhalten wird nichts. So. So. Summer Camp Achievement, das heißt, wir haben jetzt alle Dings gefunden, alle Rastplätze. Okay. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wieso. Da ist ja auch noch eine Tür. Naja, gucken wir mal. Lavakugel mit Geld. Naja. Da geht's auch noch rein. Ich gehe erstmal hier hoch. Das sieht schon cool aus. Da geht's dann wieder. Ne, da kann man nicht runter, das ist nur ein Aussichtspunkt. Geht's auch nicht runter.
Das könnte aber jetzt sehr fies werden. Betäubt. Das hat anscheinend nicht funktioniert. Das schon. Okay, dann machen wir die Gruppenheilung. Ja, okay, hat nichts Böses gemacht. Weg mit dir. Ah, sich selber voll heilen. Das war mein eigener Angriff. Kontrollresistenz. Naja, der ist im Eimer. Den holen wir wieder. Zu treffen. Sauber. Hier ist alles voll, aber das behalte ich jetzt auch. Ja, da ist wohl noch ein Stufenanstieg drin. Aha. Da kann man wohl dann auch wieder so ein Ding einfügen. Ich sollte aber erstmal wieder zurück zum Speichern, bevor hier schlimme Dinge passieren. Zauberer Robe kann keiner überhaupt verwenden. Die ist aber nicht verkehrt. Ne, die kann die auch ver... Ach, die hat die schon, deshalb. Na gut. Und wegen dem Trank hier... Ja, so. Die Schuhe, boah, die scheinen ja jetzt auch nicht verkehrt zu sein. Intelligenz und Agilität. Und weniger Rüstung. Machen wir aber. Hat halt dieses Erden nicht drauf. Okay. Und dann hat man noch... Das hier. Zusätzliche Angriffschance 5%. Ist auch nicht verkehrt. Das können wir hier verwenden. Kann er nicht verwenden. Wo sind sie? Ich sehe nicht Diebesstiefel. Stahlreitstiefel. Hä?
Muss man sich auf den Kopf ziehen oder was? Ah, von Handschuhe. Blitzresistenz, 2 minus. Ansonsten waren die auch nicht besonders toll. Die sind so aber. Ja, die bringen Energie, die die hat. Lass mal. Mhm. Das ist Dingen. Dann gehen wir nochmal runter. Sieht so ein bisschen nach einem Aufzug aus. Achso, da können wir jetzt auch speichern. Und dann werde ich da unten das mal umstellen, dass wir da eventuell an die Seite reinkommen. Da ist noch was. So, haben wir das auch erkundet. Geld. Na gut. Da konnte man aber auch nicht irgendwas ziehen oder so. Ja. Ja, ich meine, wenn das jetzt das letzte Rastdingen war, kann da ja jetzt eigentlich nicht mehr wahnsinnig viel sein. Aha, aufgestiegen. Dann steigern wir mal gerade noch. Nochmal Stärke. Was ist das? Du gewinnst 5% Energie, nachdem du eine Mondfähigkeit benutzt hast. Ja, also das Ding schlussendlich. Das ja bringt auch nur einmal was. Unterweltfähigkeit. Habe ich aber ja nur das. Und ich glaube, dagegen sind die sowieso alle immun. Nehmen wir mal das. Und hier noch ein bisschen rein. Dann hier mal ausnahmsweise ein bisschen Stärke. Mondfähigkeit. Der hat keine Mondfähigkeiten, das macht also keinen Sinn. Hier macht auch. Ah, okay, hier kann er noch 5 Vitalität holen. Oder blockieren. Machen wir blockieren. Ja. Quest gestartet. Finde einen Weg in den Thronsaal. Okay, 3 Succubus. Succubi. Okay, da waren es noch 2.
Der zweite hat nicht funktioniert. Aber den kann ich hiermit auch entfernen. Standing so tall, he brings hope to us all. Oder auch nicht. Mach mal den an. Nicht nett. Dann heilen. Spott. Aha. Boah. Sauber. Batsch. Ich glaube, die eine Runde macht es dann auch nicht aus, die ich jetzt hier nochmal regge. Eventuell wird hier nochmal einen verzaubern, aber die sollte dann auch eigentlich so schnell verenden. Okay, dann machen wir jetzt was anderes, damit wir nochmal regen. Es sei denn, die tötet sich jetzt selber. Schlaf gemacht. Den? Oh, die ist gestorben. Das macht aber nichts. Sie hat ja noch ihr Mana. Entweiter Fliegel. Mhm. Und dann nochmal einmal den. So, was für ein Fliegel haben wir denn gefunden? Gegenangriffschance 15%. Erde dich. Nee. Befreie den Sonnenkönig. Deine ganze Reise hat zu diesem Moment geführt. Übe unterwegs, ihn Nabkirali zu nennen. Wenn du ihn wirklich beeindrucken willst. Ich bin ein Weg in den Thronsaal. Sobald du das getan hast, wird es sehr, sehr hell werden. Locked. And we don't have the right key. Ich hab noch gar keinen Key und da waren zwei Schlüssel. Das können wir wahrscheinlich in den Aufzug legen. Ah, hier können wir ein Bildchen bauen. Ah, und das ist wirklich ein Schieberätsel. Die mag ich tatsächlich. Ich weiß natürlich jetzt nicht, was das darstellen soll, aber das hier wird vermutlich nach links unten gehen müssen. Der Sound ist natürlich jetzt hier ein bisschen laut. So, was soll denn das überhaupt? Da ist auf jeden Fall ein Bein. Und das Bein könnte vielleicht von da oben sein. Das macht irgendwo Sinn. Das auch. Das vermutlich nicht.
Der Flügel muss wahrscheinlich nach rechts, aber da haben wir noch einen Fuß. Ich vermute, dass der da hin muss. Und dann bräuchten wir den da. Schiebe ich erstmal nach rechts. Erstmal hier unten eine Lücke rein. So, das sieht soweit doch alles gut aus. Das passt auch. Das auch. Das nicht. Das kann natürlich auch sein, dass das alles um eins nach rechts muss. Ich weiß nicht, wie das hier zu interpretieren ist. Sollen das zwei Flattermänner sein? Das hier sollte wahrscheinlich nach da oben gehen. Die passen auch zusammen. Also müssten wir wahrscheinlich alles nach eins nach rechts schieben. Ja, denke schon. Der hier ist da auf jeden Fall falsch. So. Der Fuß, der müsste vermutlich nach da unten hin. Das hatten wir da. Der muss eventuell dahin. Bin mir nicht so ganz sicher. So, und dieses andere Bein von da oben, das muss nach links unten in die Ecke. Vermutlich. Andere Sachen auch auseinanderrupfen. Da oben ist es. Jetzt habe ich vielleicht ein bisschen zu viel gerupft. Ne, Moment, die hier waren nebeneinander. Genau. Das war aber auch von unten. Der musste da noch zwischen. Aber ob der wirklich nach da unten muss? Wenn man natürlich ein Vorbild hätte, wie das Original aussieht, wäre das eine Ecke einfacher. Dahin, das passt ja auch so halbwegs. Aber wo kommt der andere Kopf hin? Das hier muss auf jeden Fall, die beiden müssen vertauscht werden.
Moment. Da habe ich gerade einen Denkfehler. Die beiden wollte ich vertauschen. Ja, schieben wir mal weiter. So würden sie, das Ganze würde hier passen. Ja. Ich den natürlich da rein sortiere, ist der wieder weg. Ne, der da passt da nicht. Der hier passt nicht. Dieses Ding da ist zu viel. Der muss da dran. Ja. Und da muss wahrscheinlich ein Kopf dran. Der Kopf anscheinend offensichtlich ja nicht. Der hier wahrscheinlich auch nicht. Der hier vielleicht. Der würde von dem Dingern hier passen. Das hier unten, das gefällt mir nicht. Das Bein, das macht da unten keinen Sinn. Ja, das hier würde passen. Das könnte die obere Seite sein. Die vier passen auf jeden Fall zusammen. So, dann haben wir die unterschiedlichen Köpfe hier. Aber wo sollte denn dieser Flügel hier hin? Was soll denn das darstellen? Mach die mal gerade weg. Die beiden passen auch zueinander. Wo würden die denn da dran gehen? Das sieht gut aus. Das sieht schlecht aus. Das heißt, dann baue ich die von da oben erstmal zusammen. Der muss dahin und da würde dann jetzt auch der Flügel hinpassen. Jetzt bin ich hier unten natürlich das am Durcheinanderwerfen. So, damit hätten wir zwei Reihen. So, da habe ich keine Ahnung. Der nicht. Der müsste da hin. Der da müsste da hin. Such an ego attached to the former lord of this castle. But what if it's not fate? What if it's the dragon who confronted us on the world tree? Couldn't be. This one's not blind enough. If only I had such power in the underworld. Wait a second. You don't? You can't blind him again? We have the sword and the armor. We'll be fine. Yeah, fine. Das hier muss dahin. Das sollte ja jetzt auch kein Problem sein. Okay.
Und dann müsste nur noch das hier dahin, dann hätten wir es, glaube ich. Geschafft. So. Bevor wir dann aber hier weitermachen, werde ich erst nochmal speichern. Und da war auch... Was? Ich kann mich gar nicht dran erinnern, dass ich jetzt... Ach, da bin ich an der... an dem Kram vorbeigelaufen. Kann man das außen anmachen? Da ist der Aufzug. Okay, da ist also auch noch eine ganze Ecke. Ich werde dann aber trotzdem hier erstmal speichern und dann werden wir uns das beim nächsten Mal weiter anschauen. Vermutlich wird man dieses Ding dann da hochziehen. Achso, da war doch das Speicherding. Speichern. Und dann werden wir beim nächsten Mal weitersehen. Bis denne!